Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir haben eben den Predigtext schon gehört, der steht beim Propheten Jeremia. Was ist ein Prophet? Diese Frage stellte ich mal im Konfirmandenunterricht und bekam eine Antwort, die ich einfach klasse finde. Ein Konfi sagte, ein Prophet ist ein Briefträger Gottes. Besser kann man es nicht ausdrücken. Der hat einen besonders guten Draht nach oben und sein Job war es, Botschaften zu übermitteln. Sein Job war es, die Verbindung herzustellen zwischen Gott und seinem Volk. Das war eine Zeit, in der es den Heiligen Geist in der heutigen Form noch nicht gab, in der Menschen nicht so einfach mit Gott in Kontakt treten konnten. Deswegen hat Gott immer wieder Propheten berufen, um dem Volk seine Botschaften auszurichten. Manche fanden das cool, also Prophet zu sein, das hatte was. Deswegen gab es damals auch eine ganze Reihe von Scharlatanen, von falschen Propheten. Es gab sogar Berufspropheten, die am Königshof lebten und vom König versorgt wurden dafür, dass sie immer mal wieder Prophetien von sich gaben. Wunderbarerweise waren das meistens Botschaften, die der König auch gerne hörte. Bei Jeremia war das so, dass er sich das nicht ausgesucht hat. Er wollte kein Prophet sein. Wir können das nachlesen. Also es lohnt sich wirklich, das Buch Jeremia mal zu lesen, weil ganz, ganz deutlich wird, dieser Prophet, diese Menschlichkeit des Propheten, wie er ringt mit seinem Auftrag. Er sagt schon mal am Anfang, Gott, ich kann das nicht. Ich bin viel zu jung. Und Gott sagt, nein, nein, du gehst jetzt hin und du machst es. Und das war kein leichter Job, weil in der Regel hat ein Prophet schlechte Nachrichten zu überbringen. Ein Prophet deckt Missstände auf, er nennt Schuldige beim Namen und er droht ihnen mit Gottes Gericht. Und das hat den Mächtigen gar nicht gefallen. Und so wie auch heute ab und zu mal ein paar Journalisten im Gefängnis landen und verprügelt werden oder gar spurlos verschwinden, also so im Nahen Osten, so waren auch damals die Propheten ständig in Gefahr. Und zugleich haben sie gelitten unter dem Umstand, dass sie einen klaren Blick auf die Zukunft hatten und dass die Leute einfach nicht auf sie hören wollten. Also stell dir mal vor, du landest durch eine Zeitmaschine an Bord der Titanic. Und du weißt genau, was passieren wird. Wenn der Kurs nicht geändert wird, dann wird das Ding in ein paar Stunden auf dem Eisberg laufen. Was machst du? Du gehst hin zum Kapitän und sagst, Kapitän, ändere den Kurs. Du wirst sonst auf den Eisberg laufen. Und er sagt, willst du mir erzählen, wie ich meinen Job machen muss? Hier gibt es keine Eisberge. Du gehst zum ersten Offizier und sagst, ihr müsst den Kurs ändern, da sind Eisberge. Und der Offizier sagt, junger Mann, also das hier ist das mächtigste Schiff, das Menschen je gebaut haben. Wer so ein kleiner Eisberg kann, dem gar nichts. Du gehst in den Salon, wo die Menschen gerade in ihren schicken Kleidern beim Abendessen sitzen und sagt, Leute, deckt euch ein mit Schwimmwesten, wir werden sinken. Und die feinen Damen sagen, was, ich soll eine Schwimmweste anziehen, wie sieht das denn aus? Und irgendwann kommt der Sicherheitsdienst und buchtet dich ein, weil du den Frieden an Bord störst. So geht das den Propheten. Jeremia hat sich den Mund fusselig geredet. Ihr müsst umkehren. Ihr müsst aufhören, die Armen zu unterdrücken. Ihr müsst aufhören, den falschen Göttern nachzulaufen, dem Baal, dem ihr sogar Kinder opfert. Ihr müsst aufhören mit Korruption und Vetternwirtschaft, sonst wird Gott euch strafen. Und er hat das vor seinem geistigen Auge bereits gesehen, diese endlosen Kolonnen der Menschen, die in die Gefangenschaft nach Babylonien geführt werden. Aber er konnte nichts dagegen tun. So ein bisschen Hintergrundinformation. Also Jeremia ist schon ein bisschen lange her. Seine Berufung war 626 vor Christi Geburt. Damals war Babylon Weltmacht. Und von Israel war nur noch das Südreich übrig geblieben, nur noch die Provinz Juda, etwas kleiner als Schleswig-Holstein. Und blöderweise strategisch günstig gelegen. Also wenn sich die Babylonier mit den Ägyptern zoffen wollten, dann mussten sie da durch.
Und von den eben schon beschriebenen falschen Propheten waren einige am Werk und sie haben dem König Zedekia eingeredet, das kann doch nicht sein, dass die Heiden über unser Land herrschen. Du musst dich auf Gott verlassen. Du musst dich von Babylon abwenden, von den Heiden. Und du wirst sehen, dass Gott Wunder tut, wie damals zu den Zeiten Mose. Wir haben das doch schon so oft erlebt in unserer Geschichte, wie er ganze Heere zerstreut hat. Du wirst es erleben. Und sie brachten ihren König tatsächlich dazu, sich von Babylon loszusagen. Und die Folge war eine Katastrophe. Es kam, wie es kommen musste. Die Stadt wurde belagert, sie wurde eingenommen, der Tempel wurde zerstört und das Volk nach Babylonien deportiert. Und jetzt war alles weg, alles. Das Land weg. Der Tempel, auf den sie so stolz waren, weg, die Heimat, weg, Gott, weg. Denn das war ja nun klar, dass er sein Volk verlassen hatte. Das lag ja auf der Hand. Und wie sollten sie ihm denn dienen? Sie konnten keine Opfer mehr bringen, es gab den Tempel nicht mehr. In den Psalmen lesen wir, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie könnten wir des Herrn Lied singen im fremden Lande? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Wir spüren diesen Schmerz des Volkes. Und auch der Prophet, auch Jeremia, war am Boden zerstört. Er hatte versagt. Niemand hatte auf seine Warnungen gehört. Es war ihm einfach nicht gelungen, die Katastrophe abzuwenden. Das Gefühl kenne ich. Und ich glaube, viele von euch kennen das auch. Jeder, der schon einmal versucht hat, einen anderen davon abzubringen, in sein Unglück zu laufen und dabei seine Machtlosigkeit gespürt hat. Du kannst nicht viel mehr machen als reden und vielleicht beten und nochmal reden. Und es gibt aber einen Punkt, an dem muss man den anderen ziehen lassen, auch wenn man genau weiß, das Ding geht schief. Das ist die Machtlosigkeit der Liebe. Die Liebe, die einerseits die stärkste Kraft der Welt ist und andererseits hilflos und schwach. Und ich denke, wer je so empfunden hat, der kann verstehen, wie es im Herzen Gottes aussieht. Also es wird ja deutlich an dem, was Jeremia in seinem Brief an die Verbannten schreibt, dass Gott keine Freude daran hat, sein Volk leiden zu sehen. Er hat keine Freude an der Strafe. Er sitzt nicht im Himmel und führt akribisch sein Buch über unsere Sünden mit der diebischen Freude. Warte nur, eines Tages werde ich dir das alles heimzahlen. So ist er nicht. Aber er kann die Sünde auch nicht einfach ignorieren. Gerade weil er liebt, ist ihm das nicht alles egal. Und gerade darum musste er auf die Sünde seines Volkes reagieren. Und wenn es ihm noch so gegen den Strich ging. Er hat einfach seine Hand abgezogen, hat sie einfach nicht mehr beschützt. Und den Rest hat der Nebukadnezar von Babylonien erledigt. Und die falschen Propheten, die verstehen wieder gar nichts. Die sagen, Leute, vertraut auf Gott. Das ist hier nur eine Übergangszeit. Ihr braucht eure Koffer gar nicht erst auszupacken. Es geht bald wieder nach Hause. Gott wird ein Wunder tun. Glaubt nur. Und dagegen sagt Jeremia, nein. Nehmt das an. Akzeptiert das. Nur wenn ihr das Leiden aus Gottes Hand annehmt, könnt ihr das Beste daraus machen. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich, Gott, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt euch Söhne und Töchter. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Das ist schon verwirrend, diese falschen Propheten.
Was soll so ein Volk denn machen? Da steht der eine und sagt, im Namen Gottes geht's da lang, und der andere sagt, im Namen Gottes geht's da lang. Deswegen ist es eine wichtige Eigenschaft, eine wichtige Aufgabe, dass ein Christ in der Lage ist, Prophetien zu beurteilen. Dass er so sich auskennt im Wort Gottes, dass er sich nichts Falsches erzählen lassen kann. Wir haben es heute einfacher als das Volk damals. Aber Jeremia hat diesmal eine gute Botschaft. Er sagt, Gott hat euch nicht verlassen. Es gibt eine Zukunft. Okay, die gibt es erst in 70 Jahren, erst in der nächsten Generation. Und das mochte diesen Weggeführten damals genauso illusorisch erschienen sein wie uns damals der Fall der Mauer. Wer konnte denn zur Zeit der DDR sich das vorstellen, dass das sich jemals ändern würde? Aber Gott hat Wort gehalten. Im Jahre 539 vor Christus kamen die Perser unter dem König Kyros II., haben die Weltmacht Babylon in die Knie gezwungen und die Juden durften zurückkehren und den Tempel neu aufbauen. Aber das konnten die ja damals noch nicht wissen. Das konnten sie nur glauben. So wie wir nur glauben können, dass am Ende das ewige Leben auf uns wartet, das Paradies. Und in der Zwischenzeit gilt, macht das Beste draus. Suchet der Stadt Bestes. Nehmt die Situation an, in der ihr euch befindet, jammert nicht rum, gebt euch auch nicht falschen Hoffnungen hin, sondern macht das Beste daraus. Es gibt vielleicht einige unter uns, die im Exil leben, in Babylon, die sich fern fühlen von Gott, die gerade extrem belastende Zeiten durchmachen und sich fragen, wo ist er denn? Wo ist Gott? Warum straft er mich? Warum lässt er mich alleine? Und ich finde es bemerkenswert, dass in diesem ganzen Brief des Jeremia nicht von Schuld gesprochen wird und auch nicht von Strafe. Er sagt nirgendwo, hättet ihr mal auf mich gehört, das habt ihr euch jetzt alle selber zuzuschreiben, sondern er sagt im Namen Gottes, ich habe Gedanken des Friedens über euch. Ich bin nicht sauer auf dich. Das waren ja mit Sicherheit nicht alle Verbannten in Babylon gleichermaßen schuldig. So geht es ja zu in dieser Welt. Eine Handvoll Leute steuert das Schiff gegen den Eisberg und alle anderen müssen darunter leiden. Eine Handvoll Leute zocken mit Milliarden, veranstalten ihre Kriege und den Schaden tragen andere. Mit gefangen, mit gehangen. Diese Welt ist nicht gerecht. Aber Gott ist es. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gottes Liebe ist nicht tot zu kriegen. Und weil auch leider das Thema Schuld nicht tot zu kriegen ist, solange die Menschheit besteht, schafft er eine Lösung, ein für alle Mal. Ich habe Gedanken des Friedens über euch, ich bezahle für euch, ich spiele den Sündenbock, ich verbüße die Strafe am Kreuz, da soll nichts mehr zwischen uns stehen. Es ist manchmal für ein verletztes Herz schwer, dem Friedensangebot Gottes zu glauben, aber er meint es ernst. Und als Zeichen dafür lädt er uns heute an seinen Tisch. Er will mit Brot und Wein mit uns Versöhnung feiern, sichtbar, anfassbar, schmeckbar. Also kommt, lasst euch einladen, esst und trinkt seine Vergebung, seine Gnade, seine Gedanken des Friedens. Amen.